Jetzt sind wir ja im Juni, also viele Pferde fangen jetzt durchaus schon an, sich mit dem von Juckreiz geplagt zu werden. Die ersten Bremsen kommen, die Kriebelmücken sind teilweise schon seit Wochen unterwegs. Und was mir ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass das Sommerekzem wirklich so ein Multisystem-Thema ist. Und deswegen habe ich jetzt eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich habe mich nämlich schon, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt seit, meine Familie und ich leben jetzt seit 10 Jahren ungefähr auf einem kleinen Hof, halten da unsere Pferde in Eigenregie. Also hier sind unsere drei eigenen Pferde zu sehen. Wir haben noch weitere vier Einsteller. Es war auch durchaus mal der ein oder andere Sommerekzema dabei. Ich befasse mich sehr viel mit Kräutern, habe auch natürlich einen eigenen Kräutergarten und aus meiner Leidenschaft für die Kräuter ist jetzt auch mein Online-Shop kraftpferd.de entstanden. Denn als Tierheilpraktikerin oder spezialisiert auf Pferde vor allem, habe ich einfach gemerkt, wie durchschlagend teilweise der Erfolg ist, wenn man ganzheitlich arbeitet und vor allem auch Kräuter mit ins Boot holt und wirklich hinter die Symptome blickt. Also nicht nur das Offensichtliche, wie zum Beispiel ein Hautjucken betrachtet, sondern die gesamten Umstände. Genau, und meine Facharbeit also während meiner Ausbildung zur Pferdeheilpraktikerin musste ich eine Facharbeit schreiben und die hatte sich schon vor 6 Jahren dann eben mit dem Sommerekzem befasst. Denn meine eigene Stute ist ich würde jetzt mal sagen, kurz davor gewesen, Ekzema zu werden. Also wir haben quasi das erste, ein richtiges Juckjahr hinter uns gebracht. Sie war damals 7 und in ihrer Jugend ist auch immer viel schief gelaufen, muss ich sagen. Sie wurde nicht optimal ernährt. Wir hatten in dem Stall, in dem wir vorher waren, wurde auch Heulage, teilweise Silage gefüttert. Also sie hatte nicht so viel Bewegung, wie es eigentlich für ein Jungpferd nötig war und auch für ein älteres Pferd nötig ist. Von da hat sie einige Altlasten aus ihrer Jugend gehabt. Und als ich dann gemerkt habe, also irgendwie, die fängt an, sich zu jucken, der Mähnenkamm wird wund, sie scheint sich nicht mehr wohl in ihrer Haut zu fühlen, habe ich dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt und mich dann intensiv mit dem Sommerekzem befasst. Habe in meiner Praxis, also ich arbeite hauptberuflich als Pferdeheilpraktikerin, mithilfe der Bioresonanz und natürlich Phytotherapie, meine Hände sehen, fühlen und wollen die gesamten, ich muss da immer alles rund ums Pferd wissen. Und so kommen wir eigentlich immer auf ganz gute Erfolge, sage ich jetzt mal, wie man den Sommerekzema, nenne ich jetzt mal so salopp, unterstützen kann. Also mich begleiten Sommerekzema jetzt schon relativ lange und was mir jetzt wichtig ist, ist zu verstehen, dass es nicht das eine Heilmittel gibt. Und ich unterscheide immer beim Sommerekzem, um mal kurz vorauszugreifen, zwischen der akuten Phase, die ja wahrscheinlich jetzt im Sommer ist, und den ganzen Phasen drumherum. Das grenzt nämlich durchaus auch tja, sage ich mal, die Möglichkeiten ein, was wir wann geben können. Aber das werde ich gleich noch mal ein bisschen genauer erläutern. Im Prinzip ähneln die Kräuter jetzt, die wir jetzt im Sommer geben können, beispielsweise den Kräutern, die wir vor einer Silvesternacht geben können. Weil letztlich wir wollen das Nervensystem unterstützen, damit es mit diesen ganzen Außenreizen, auch mit dem Fliegengesumme und dem Fliegengeschwirre auch wieder besser zurechtkommt. Jetzt entgiften, schwierig. Die Frage kommt nämlich jetzt wirklich sehr, sehr regelmäßig, leider. Wir werden mal sehen. Und dann ist natürlich noch Zeit für eure Fragen. So, Stress und Sommerekzem. Ich muss mal nebenbei immer ein bisschen den Warteraum im Blick behalten, aber ich glaube, da ist gerade nichts weiter los. Das ist wunderbar. So, Stress und Sommerekzem. Ja, was können wir jetzt im Sommer tun? Ich habe ein paar Kräuter ausgewählt, die hauptsächlich den Stress durch das Jucken und die Außenreize, sage ich mal, unterstützen bzw. modulieren, also dass einfach
die innere Anspannung nicht mehr ganz so hoch ist durch den inneren Stress, den man durch den das Pferd durch das Jucken hat. Das ist ja also die meisten Pferde, die wirklich Sommerekzem haben, ziehen sich ja zurück, fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Haut, wissen gar nicht mehr, wie sie sich am besten als nächstes kratzen können, belästigen teilweise auch die anderen Pferde, um möglichst intensiv geschubbelt zu werden, gekratzt werden, und an ein vernünftiges Arbeiten, Reiten, Trainieren ist ja auch kaum noch zu denken, weil die Konzentration einfach nicht gegeben ist, verständlicherweise. Also was man zum Beispiel gut geben kann, ich habe jetzt mal auf dieser und der nächsten Seite, ich glaube, es sind 7 oder 8 Kräuter rausgesucht. Wichtig ist, nicht alles auf einmal geben. Also ich verwende zum Beispiel immer, ich würde jetzt zum Beispiel nur 2 bis 3 Kräuter tatsächlich nehmen und vielleicht auch bloß 1, um mal zu gucken, womit kommt das Pferd am besten zurecht. Also da ist es jetzt nicht in dem Sinne, viel hilft viel und mit vielen Kanonen auf die Spatzen schießen, sondern wirklich sich fokussieren auf 1 oder 2, maximal 3 Kräuter. Das sind alles sogenannte Forte-Drogen, also relativ stark wirkende Kräuter. Ganz zu oberst die Baldrianwurzel. Also man kennt den Baldrian vielleicht, damit man besser einschlafen kann. In der Tat ist es aber so, dass er stark konzentrationssteigernd wirkt. Das bedeutet, das Pferd kann sich besser auf, ich sage jetzt mal, sich selbst fokussieren. Es ist nicht mehr so extrem von der Vielzahl an Bremsen gestresst und es wirkt einfach nur beruhigend. Also damit habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade in der Hochphase des Sommerekzems. Was allerdings ein bisschen schade ist, der Geruch ist leider sehr intensiv. Viele Pferde mögen ihn, es gibt aber auch Pferde, die ihn einfach überhaupt nicht abkönnen. Der Geruch ist tatsächlich sehr intensiv. Also, und bei einer Tagesdosis von 20 bis 30 Gramm, das würde ungefähr, man könnte so überspitzt sagen, so auf einen großen Esslöffel passen gehäuft 10, 12 Gramm. Also man muss da schon eine ordentliche Menge ins Pferd geben, damit sie auch wirklich im Organismus helfen können. Bedenken sollte man auch, die wirken meistens nicht sofort. Man braucht eine sogenannte Anflutzeit von 14 Tagen. Das bedeutet, bis im Blut quasi eine entsprechende oder eine wirksame Menge an dieser Valeriansäure enthalten ist, da braucht es ungefähr 14 Tage. Also sprich, man muss da wirklich darauf achten, dass man das über einen längeren Zeitraum gibt, damit der überhaupt im Organismus zum Tragen kommen kann. Etwas weniger geschmacksintensiv, sage ich mal, sind die Hopfenblüten. Davon braucht man auch nur, ich sage jetzt mal, lächerliche 2 bis 5 Gramm. Man kann durchaus auch mehr geben. Also Überdosierung ist da in dem Sinne, macht keinen Sinn, aber es ist jetzt auch nicht gefährlich, wenn es mal ein bisschen mehr gibt. Es wirkt beruhigend, angstlösend und was auch schön ist, es wirkt verdauungsfördernd. Also gerade die Pferde, die jetzt sowieso auf der Wiese sind und ein bisschen Durchfall haben oder man merkt, die haben einen Blähbauch, dann wäre das eine ganz gute Möglichkeit, um da mehrere Fliegen, sage ich mal, mit einer Klappe zu schlagen. Also man könnte zum Beispiel auch Baldrian und Hopfen miteinander kombinieren. Melissenblätter mag ich auch sehr, sehr gerne und das ist eine ganz zarte Blattdroge, sehr gut riechend, mögen die Pferde auch richtig gerne. Man braucht trotzdem um die 25 bis 30 Gramm. Man muss dazu sagen, wenn ich hier von der Tagesdosis spreche oder schreibe, dann meine ich die Dosis des getrockneten Krautes. Also angenommen, du hättest jetzt in deinem Garten Melisse selbst, dann müsstest du ungefähr die doppelte Menge Frischmasse ernten. Also von daher, hier beziehen wir uns immer auf die getrocknete Tagesdosis und die Melisse ist entspannend, krampflindernd. Ich gebe es oftmals auch gerne Stuten und was sehr, sehr schön ist, gerade die Pferde, die schon ein bisschen älter sind und bei der Hitze sowieso noch unter Herz-Kreislauf-Problemen leiden, dann wäre jetzt die Melisse zum Beispiel nochmal ganz gut. Und so siehst du, dass eigentlich jede Pflanze eigentlich nochmal so seinen eigenen speziellen Wirkort hat, neben dem Nervensystem.
Dann haben wir die Vitanya-Wurzel oder man kennt es vielleicht auch als Ashwagandha. Das ist eine indische Droge, die kommt aus der ayurvedischen Medizin und ist wirklich eine richtige Heilspeise dort. Und sie wirkt stark auf das Hormonsystem. Also sie wirkt zum Beispiel angstlösend, leicht sedierend, man kann sie bei Depressionen einsetzen und die Resilienz, also sprich der, wie soll ich sagen, der innere Stresspegel wird die Messlatte nicht ganz so hoch gesetzt. Also sprich, man kann Umstände besser ertragen, sage ich mal so. So könnte man das am besten bezeichnen. Also die Vitanya-Wurzel gebe ich zum Beispiel auch den Pferden, die schon wirklich lange chronisch krank sind, die auch wirklich schon gar keine, ich sage jetzt mal, Kraft haben und Energie mehr haben, sich gegen das Sommerekzem oder eine andere Krankheit, je nachdem, zur Wehr zu setzen. Und macht aber auch Sinn, das mal über einen längeren Zeitraum zu probieren. Also so ganz grundsätzlich sage ich immer, naja, man sollte etwas mindestens 2 Wochen, lieber 3 bis 4 Wochen geben. Und dann will ich aber auch wirklich mal Ergebnisse sehen. Also spätestens nach 2 Wochen, lieber noch nach einer, möchte ich sehen, wo die Reise hingehen und ob das Pferd schon mal relativ gut darauf anspricht. Das kann man bei den meisten Drogen auch tatsächlich so erwarten, bis auf den Baldrian mit seiner Anflugzeit. Dann haben wir noch Gotu-Kola, ebenfalls ein indisches Kraut. Man findet das auch unter dem Begriff Wassernabelkraut. Das ist eine ganz zarte Pflanze und die unglaublich potent ist, nämlich wenn es auch um posttraumatische Belastungsstörungen geht. Das ist ja wirklich so ein Thema, das bei den Pferden nicht immer so gut angesprochen wird, aber ich bin aus meiner Praxis und also aus den Gesprächen, die ich mit den Pferdebesitzern führe, höre ich oftmals ganz deutlich heraus, dass das Pferd in der Phase vor seinem ersten Krankheitsschub wirklich teilweise unter starkem Stress stand. Entweder es hatte Stress, weil es aus einer anderen Haltung kam, weil die Herdenkonstellation ungünstig war, weil es Schmerzen hatte, weil es vielleicht Hufrehe, Kolik oder irgendwas anderes hatte und mit etwas nicht zurechtgekommen ist. Und Gotu-Kola ist jetzt eine Droge, die eben gerade bei solchen Konstellationen ganz hilfreich ist. Also wenn das Pferd wirklich ja, unter starkem Stress steht. Was auch sehr hilfreich ist, wenn man aus dem Gotu-Kola einen Tee aufbrüht. Also man nimmt jetzt diese 10 Gramm ungefähr und übergießt das einmal mit 100 Milliliter kochendem Wasser und hat dann quasi eine Art Tee, den lässt man einfach stehen, 10, 15 Minuten stehen, dann ist er auch so weit abgekühlt, dass man ein kleines Tüchlein drin oder ein Waschlappen da drin tränken kann und damit kann man die Haut ganz gut waschen. Das tut den meisten Pferden sehr, sehr gut und es stärkt nochmal äußerlich die Haut quasi als Hauttee. Dann haben wir noch die Tigerwurzel. Die ist dann auch wirklich ganz gut geeignet, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Ticks, hinzukommen, sowas wie Headshaking. Das ist gerade auch ein großes Thema bei mir in der Praxis. Also der Pollenflug sowieso, also die Allergiker sowieso, aber auch also Headshaking könnte man noch mal einen ganzen Abend füllen. Ist ja wirklich ein eigenes Thema, aber die Kombination Sommerekzem plus neurologische Auffälligkeiten, sei es Kopfschütteln, ja, das ist eigentlich tatsächlich das Auffälligste. Das schreit nach Tigerwurzel. Das repariert quasi in freien Nervenendigungen und sorgt einfach für eine stärkere mentale Belastbarkeit. Ist auch für die älteren Pferde total klasse, weil es vitalisierend wirkt. Und was hätten wir noch? Das Helmkraut. Das ist jetzt quasi das
indianische Pendant zu Baldrian. Also Baldrian wird ja auch hier in Europa angebaut. Das ist überhaupt kein Problem. Das wächst hier und gedeiht hier sehr, sehr gut. Das Helmkraut ist quasi aus Nordamerika. Und das hat nochmal einen starken Bezug zum Immunsystem, vor allem bei viralen Belastungen. Da kann man mal gucken, ja, was könnte das auf mein Pferd zutreffen. Also wenn man sagt Headshaking, könnte man noch die Tigerwurzel dazu nehmen. Helmkraut ist bei jeglicher Form von Immunschwäche und Stress. Dann gibt es noch eine ganz klasse Mischung, die habe ich auch bei mir im Shop. Die heißt Vella Bram. Das ist auch eine ayurvedische Mischung. Also man merkt schon, also gerade was die Resilienz, Psyche etc. angeht, wird in der indischen Medizin sehr, sehr, sehr viel geforscht und die wende ich da sehr gerne an. Und es sind kleine Kapseln, bestehend aus Brahmi, Tulsi und Gotukola. Also Tulsi ist der indische Königsbasilikum, Brahmi und Gotukola ist tatsächlich das für die Resilienz. Und das ist so ein Trio, das sehr stark die mentale Belastbarkeit fördert. Und wenn man sich jetzt ein Pferd vorstellt, das über mehrere Monate von, sagen wir mal, bei vielen geht es ja tatsächlich schon im März, April mit dem ersten Schubbern, mit den ersten warmen Tagen los und geht teilweise bis weit in den September, Oktober hinein. Also wenn man sich vorstellt, über was für einen langen Zeitraum manche Sommerekzeme die Kriebelmücken und diesen Stress ertragen müssen, dann finde ich, sollte man da nicht genug unterstützend verabreichen, um da Hilfestellung zu leisten. Dann haben wir noch zwei Vitalpilze, die ich auch sehr gerne einsetze, um allgemein die Konstitution zu unterstützen. Und zwar ist es der Vitalpilz Cordyceps. Den kann man entweder als Pulver oder als Extrakt geben. Also ich bevorzuge das Pulver. Und der hat eben auch die Stresskomponente. Also er sorgt dafür, dass Stress besser verarbeitet werden kann, indem er auf der Nebennierenrinde die Cortisolausschüttung moduliert, sage ich mal. Ebenso wie den Blutdruck. Er wirkt auch aufs Nervensystem. Aber Achtung, er ist dopingrelevant. Dann haben wir noch den Vitalpilz Reishi. Der ist sehr, sehr gut geeignet, weil er die körpereigene Histaminausschüttung reduziert. Und wir wissen ja jetzt, ein Allergiegeschehen ist immer mit einer Histaminexpression verbunden. Also jegliche Entzündung im Körper sorgt für eine Histaminausschüttung. Und je häufiger die Fliegen oder die Kriebelmücken den Körper traktieren, desto mehr Histamin wird freigesetzt, weil einfach dieser Allergiemechanismus schon im vollsten Gange ist. Man könnte zum Beispiel aber auch die rein prophylaktisch schon mal das geben, wenn man weiß, das Pferd ist vorbelastet, zum Beispiel durch die Elterntiere oder durch andere Umstände, dass man sagt, Mensch, es läuft oder es bahnt sich viel auf eine Allergie hin und dann würde ich von vornherein über einen längeren Zeitraum, wirklich bei Vitalpilzen redet man von 3 bis 4 Monaten, könnte man jetzt mit Reishi oder Cordyceps hier schon mal eingreifen. Und das Schöne ist, man kann das auch im Akutfall geben. Also bei den Kräutern bin ich da, also bei allen Kräutern, die aufs Immunsystem wirken, bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil das Immunsystem ist eigentlich eh schon im außer Rand und Band. Da brauchen wir wirklich Kräuter oder Präparate, die modulierend wirken und quasi ein Immunsystem, das, sag ich mal, on fire ist und einfach nur noch dabei ist, sich zu Wehr zu setzen, dem braucht man jetzt nicht auch noch immunstimulierende Präparate zu geben, weil dann kann es ja völlig aus dem Lot geraten. Dämpfen finde ich allerdings auch nicht geeignet. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund von Cetirizin etc. Das kann man im
im Notfall durchaus mal geben, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat oder andere Immunsuppressiva. Man muss sich aber bewusst sein, dass es einfach keine ehrliche Heilung ist, sondern letztlich, sage ich mal, eine. Ja, also es ist nicht ursachenorientiert in meinen Augen. Also von daher würde ich immer gucken, so schnell wie möglich die Ursache für das Sommerekzem zu finden. Wenn es in der Psyche liegt, gut, dann muss man zurückgehen. Mein Mittel der Wahl ist auch die Bioresonanz, um hier zu unterstützen. Was man auch machen kann, ist homöopathisch oder zum Beispiel mit Passiflora zu arbeiten. Das ist die Passionsblume, die wirkt eben auch sehr beruhigend und fördert die Gelassenheit. Von Ceres gibt es aber auch die Urtinktur Passiflora. Also ich bin ein großer Freund der Firma Ceres. Die haben ganz fantastische pflanzliche Urtinkturen. Und da könnte man zum Beispiel die Passiflora nehmen und da täglich 5 bis 10 Tropfen, auch ruhig über 4, 6 Wochen hingeben, um den Stress und die Anspannung ein bisschen zu modulieren, damit das Pferd einfach mit der Situation besser klarkommt. Ja, das wären jetzt die Sachen für die akuten Fälle. Nochmal ganz allgemein zur Phytotherapie. Ich bin da schon ein großer Freund von Kräutern, da sie von den Pferden sehr gut angenommen werden. Die Pferde wissen, wie sie mit Kräutern und mit umgehen können. Der Magen-Darm-Trakt ist da optimal darauf ausgelegt, Rohfaserreiches zu zerkleinern und aufzuspalten. Und es gibt sehr selten Nebenwirkungen. Grundsätzlich sind sie aber möglich. Bei den Präparaten, die ich jetzt aber vorgestellt habe, ist nichts bekannt. Ich bin ein großer Freund von Arzneibuchqualität. Also ich kaufe zum Beispiel beim Großhändler wirklich nur hervorragende Qualität ein. Es ist durchaus möglich, auch prophylaktisch Kräuter selber zu sammeln. Ich stelle dann später auch mal kurz ein Kraut vor, das ihr vielleicht schon am Wegrand selber gesehen habt. Und achtet wirklich auf, habt da wirklich einen kritischen Blick auf die Fertigmischungen und schaut mal ganz genau, was eigentlich drin ist. Schlagt auch gerne mal die einzelnen Kräuter nach und stellt fest, wie viele Kräuter in einer Packung sind und ob die überhaupt in der entsprechenden Dosierung eine Wirkung erzielen können. Also ich würde mich total freuen, wenn ihr da alles ein bisschen kritisch hinterfragt. Und deswegen mache ich auch immer wieder gerne solche Zoom-Calls, dass wir das dann einfach gemeinsam angucken können, was Sinn macht und was nicht. Weil ich bin eigentlich schon eher der Freund von, der Besitzer denkt selber mit und kümmert sich und sucht sich gute Quellen. Und weil er ist letztlich der beste Experte für sein eigenes Pferd und die Situation zu Hause. Wenn wir jetzt, ich sag mal, ich habe vorhin schon die Phasen angesprochen, wenn wir in der präakuten Phase sind, also und damit meine ich jetzt mal jegliche Zeit, in der es keine Kriebelmücken gibt, dann finde ich es super wichtig, den Hautstoffwechsel anzukurbeln. Das heißt, man füttert Kräuter wie Ackerschachtelhalm, Brennnessel, Klebkraut, Lindenblüten, Löwenzahn hinzu, also alles, was die Haut entschlackt, was die Nieren anregt. Ich habe jetzt bei Kraftpferd zum Beispiel auch so ein Ausleitungspaket. Das besteht aus einer sehr guten Kräutermischung für die Nieren, damit wirklich die Nieren angeregt werden. Und dann habe ich noch die Kräutermischung Drüsentrieb. Die geht hauptsächlich auf die Bauchspeicheldrüse und Kohlenhydrat, Eiweiß und Fettstoffwechsel. Und dann habe ich noch die Leberliebe und die hintereinander geschaltet, diese drei Kräuterkuren. Damit habe ich eigentlich sehr gute Erfolge erzielt, um insgesamt im Körper mal aufzuräumen. Und das wäre jetzt perfekt für die Winterphase, wenn der Körper einfach mal wieder in die Erholung kommt. Und das ist leider das enge Zeitfenster, in dem man auch tatsächlich aufräumen kann, weil jetzt im Sommer finde ich das fast eine Zumutung, den Körper mit sowas zu belasten. Denn jetzt im Sommer müssen wir gucken, dass wir die Schmerzen stillen, also auch die offenen Hautstellen schmerzen ja. Da könnten wir Mädesüß, Weidenrinde, aber auch Zistrose oder indischen Weihrauch geben. Also die wirken alle entzündungshemmend und das ist letztlich das, was wir in dem Moment brauchen. Und ich finde, guckt mal bitte nicht mehr als 5 Kräuter gleichzeitig, einfach um den Körper nicht zu überfrachten. Und
ich bin lieber ein Freund von gezielten Heilimpulsen und die gut aufeinander abgestimmt. Und dann kann der Körper da auch gut was damit anfangen. Was man auch noch beachten muss, denn es ist meistens nicht nur das Sommerekzem und es ist nicht immer nur die Haut, sondern es ist meistens so ein Systemkomplex. Also es ist meistens auch die Schilddrüse betroffen, die Nebenniere sowieso, Bauchspeicheldrüse, Hypothalamus, Hypophyse. Das sind letztlich die Organsysteme, die ich immer in meinen Bioresonanzanalysen als außer Rand und Band finde. Und wenn man dann anfängt, gezielt für diese Bereiche Kräuter zu finden, da kann man den Körper eigentlich ganz gut nach und nach wieder in seine eigene Homöostase, also in seine Mitte bringen quasi. Und was man auch beachten muss, je länger zum Beispiel eine chronische Krankheit, wie auch das Sommerekzem, im Körper vorhanden ist, dann wirkt sich das auch nachgelagert auf andere Körpersysteme aus. Allein dadurch, dass das Pferd unter Stress ist, pumpt es ja mehr Insulin, mehr Cortisol, mehr Adrenalin, mehr Dopamin durch seinen eigenen Körper und das hat einfach Auswirkungen auf das ganze Gefäßsystem, also Herz, aber auch Lunge und Niere leiden darunter und das ist dann eigentlich schon ein Thema, wo es Sinn macht, das gesamte Konstrukt Pferd anzugucken. Und auch viele Stoffwechselstörungen sind, wie wir inzwischen wissen, auch hormonell bedingt durch Entgleisungen der Bauchspeicheldrüse, Nebenniere. Ja, das haben wir leider häufig. Was man auch oftmals mitbekommt, es ist ja immer so eine Geschichte, inwieweit das Sommerekzem vererblich ist. Und natürlich gibt es gewisse Rassen, die eine bestimmte Disposition zu Sommerekzem haben. Also weit verbreitet ja die Isländer, Friesen. Es sind jetzt aber nicht nur diese Rassen, sondern es sind inzwischen auch Warmblüter, Kaltblüter, Shetties. Es macht eigentlich vor keiner Rasse Halt. Und ja, es ist oftmals auch so, dass die Mutter oder die Mutterstute chronisch krank war und das Fohlen nach ein paar Jahren das Ganze auch ausprägt. In der Homöopathie hat man ja die Idee der Miasmenlehre, also sprich die Disposition für bestimmte Krankheiten. Da lohnt es sich auch nochmal genauer mit einem Therapeuten drauf zu gucken. Die Bioresonanz nennt es Erbtoxine, also letztlich zusammengefasst, egal wie man es nennt, da bin ich eigentlich sehr einfach gestrickt und eher pragmatisch. Ich gucke mir durchaus die genetische Mitgift an. Also was hat den Körper schon vor seiner jetzigen Lebenszeit belastet? Und das ist vor allem auch dann, wenn einfach keine Therapie zu greifen scheint, wenn die Ursache nicht gefunden ist. Und dann macht es wirklich Sinn, einfach mal noch vorgeburtlich zu gucken, weil wir wissen ja aus der Epigenetik, dass da wahnsinnig viele Prozesse über das Genmaterial weitergegeben wird und letztlich je nachdem, man sagt ja, das Milieu ist dann letztlich dafür verantwortlich, also das Umfeld, ob eine Krankheit aktiv wird oder nicht. Und das finde ich ganz sinnvoll, sich noch im Hinterkopf zu behalten. Und ganz häufig sind es auch traumatische Erlebnisse, die sich im Zellgedächtnis verankert haben. Also es ist sehr häufig so, zum Beispiel das Pferd. Ich zähle jetzt einfach mal so ein paar Erlebnisse auf, die ich aus den Anamnesen mitbekommen habe. Das Pferd hat Sommerekzem entwickelt, nachdem der beste Freund gestorben war. Das Pferd hat Sommerekzem entwickelt, nachdem sein Besitzer gestorben war. Das Pferd hat Sommerekzem bekommen, weil es umgezogen ist, weil es seinen besten Freund verloren hat. Es hat Sommerekzem bekommen, weil was gibt's denn noch? Also viel Trauer, Verlust, Themen. Auch wirklich Schock durch Unfall, Vergiftungen auf der körperlichen Ebene auch, also Herbstzeitlose war Jakobskreuzkraut. Also es sind nicht immer nur die emotionalen Themen, aber auch wirklich Schockerlebnisse, Schockkrankheiten. Und
Das würde ich immer im Hinterkopf behalten, weil wir können Kräuter füttern noch und nöcher, solange wir nicht parallel auch auf der Seelenebene arbeiten, sei es durch Bioresonanz, in andere energetische Verfahren, Homöopathie, Spagyrik, Akupunktur, Osteopathie. Also da gibt es so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man ganzheitlich den Organismus erreichen kann. Ja, und oftmals ist das ganze Ausscheidungssystem nicht mehr funktionsfähig, je nach Ausprägung natürlich. Man hat manchmal auffällige Leberwerte im Blut, die Harnausscheidung funktioniert nicht ganz. Man kann es oftmals an der Haut ja auch direkt fühlen. Also wenn die Hautdrüsen talgiges Sekret aussondern, wenn die Haut schupft, Lympheinlagerungen, das sind alles Hinweise oder Begleiterscheinungen von einem Sommerekzem. Ich finde immer so wichtig, dass ich einfach jedes Rädchen im Körper drehen muss. Damit meine ich die Organe und Organsysteme, die alle letztlich als gutes Team funktionieren müssen. Umso mehr, wenn eine Krankheit vorhanden ist. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich eine Facharbeit über das Sommerekzem geschrieben habe und dabei habe ich glaube, über 20 Pferdebesitzer befragt, alle Pferde auch wirklich intensiv angesehen, mit der Bioresonanz auch behandelt. Und was sehr, sehr auffällig war, ich habe dann einen ausführlichen Fragebogen erstellt, wo die Besitzer auch ankreuzen mussten, welche Krankheiten oder Auffälligkeiten ihre Pferde eben noch hatten. Und sehr auffällig war, dass viele Besitzer auch Symptome genannt haben, die auf eine Gastritis, also eine Magenentzündung oder ein Magengeschwür hinweisen können. Und wir wissen ja, der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Und was man noch im Hinterkopf behalten sollte, egal wo eine Entzündung im Körper ist, also jegliche Entzündung, setzt Histamin frei und erhöht insgesamt den Histaminlevel im Blut. Das heißt, die Allergiebereitschaft steigt, je mehr Baustellen der Körper tatsächlich hat. Also das auch wirklich im Fokus behalten und auch den Darm mal mit behandeln und angucken. Und letztlich für das Immunsystem brauchen wir auch ein optimal arbeitendes Lymphsystem. Das Lymphsystem können wir natürlich am idealsten mit ausreichend Bewegung in Schwung halten, aber auch die Milz ist verantwortlich für das Immunsystem, die Peyer-Plaque in der Darmschleimhaut. Das sind alles Nebenbereiche, oder Nebenschauplätze, die man im Auge behalten sollte. Und was natürlich auch sinnvoll ist, auf den Darm zu achten, denn gerade wenn das Pferd Reparaturarbeit leisten muss, also sei es jetzt eine Hufrehe oder eine geschädigte Haut oder eine juckende Haut, die brauchen wirklich viel mehr Nährstoffe im Sinne von Spurenelementen, viele B-Vitamine, Aminosäuren, Zink, Mangan. Das sind alles Präparate, die man dann wirklich, an denen man nicht unbedingt sparen sollte. Also da sollte man wirklich auf ein sehr gutes Mineralfutter achten und im Hinterkopf behalten, dass wenn zum Beispiel das Pferd Durchfall oder Kotwasser hat, dass man da eventuell die Menge ein bisschen an den oberen Rand der Dosierempfehlung eher schrauben sollte. Was haben wir noch? Ja, Ausscheidungsorgan Niere und Haut. Also Niere und Haut gehört eigentlich immer ganz eng beieinander. Also um die Haut zu unterstützen, müssen wir meistens zuerst die Niere unterstützen. Aber wir haben jetzt gemerkt, jetzt in der akuten Phase ist es echt keine gute Idee. Die Haut ist flächenmäßig wirklich das größte Ausscheidungsorgan. Also nicht nur, ja, also die Niere und der Harnapparat scheiden ja letztlich alle Substanzen aus, die der Körper loswerden möchte. Und wenn die Niere nicht ordentlich funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, also entweder weil dem Pferd, ich rede trotzdem immer gerne in Bildern, wenn etwas an die Niere gegangen ist, da haben wir wieder die Themen von Trauer, Verlust, aber auch ungünstige Fütterung, also zu viel Eiweiß, zu viele Schadstoffe,
Giftstoffe durch Schädlingsbekämpfungsmittel im Heu oder was auch immer. Also da gibt es allerlei, was die Niere belasten kann, auch gerade im Wasser. Sollte man gut aufpassen, dass man immer ordentliches Wasser zur Verfügung stellt. Leider ist es nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Ich sehe immer noch sehr viele Pferde, die nicht mit Leitungswasser, sondern mit nicht getestetem Brunnenwasser oder Regenwasser getränkt werden. Und dann sind Hautprobleme leider oft vorprogrammiert und ein hausgemachtes Problem. Und immer wenn man die Niere unterstützt, kann man letztlich auch der Haut helfen. Und gerade die Pferde, die auch nicht nur im Sommer an Juckreiz leiden, sondern die wirklich generalisiert das ganze Jahr über Juckreiz haben und quasi die sich nicht wohl in ihrer Haut fühlen, Nierenödeme haben. Das ist ganz häufig ein Zeichen, dass die Niere überlastet ist und dann kann man durch eine Nierenkur, eventuell auch durch eine Schwitzkur, dafür liebe ich zum Beispiel Lindenblüten, die Haut, das Hautbild unterstützen. Aber das ist jetzt tatsächlich was für den Herbst oder das frühe Frühjahr. Denn ganz wichtig, ich finde es bei den Entgiftungs- oder Entschlackungskuren muss man ein bisschen aufpassen, was der Körper überhaupt leisten kann. Also ich finde es zum Beispiel nicht unbedingt sinnvoll, auf Teufel komm raus, die Leber zu stärken. Denn letztlich müssen wir im Hinterkopf behalten, dass die Niere letztlich mit das nach außen hin ausleitendste Organ ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Wir können natürlich die Leber unterstützen, dass sie ihre Schadstoffe zersetzt und die gibt es ja dann letztlich aber an die Niere weiter, damit sie die Körpersubstanzen ausscheiden kann, also die Schadstoffe ausscheiden kann. Also von daher, es gibt ja den Spruch, willst du eine Krankheit aus dem Haus jagen, dann öffne zuerst Fenster und Türen, also das sind dann die Nieren und dann kannst du erst den Tiger in den Schwanz kneifen und damit ist die Leber gemeint. Das ist ein altes chinesisches Sprichwort und das finde ich sehr, sehr weise und daran halte ich mich auch tatsächlich immer, dass wenn man es nicht genau weiß, worum es einem geht, dann im Zweifelsfall immer erst die Niere stärken und erst dann die Leber. Wie lange dauert eine Therapie? Ja, eine Faustregel besagt, dass die Heilung einer chronischen Krankheit so lange dauert, wie sie zur Entstehung benötigt hat. Das ist jetzt für die meisten oder für viele, wenn ich das erstmal so sage, schon ein Schock. Es kommt aber wirklich ein bisschen auf die Umstände an. Also ich bin jetzt kein Freund von Spontanheilungen, von Wunderheilungen gleich fünfmalig. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Sommerekzem noch nicht sehr lange im Körper ist und zum Beispiel das hauptsächlich nach einem akuten Trauma oder einem Stress entstanden ist, dann kann man das relativ schnell in den Griff bekommen. Zumindest habe ich das so in meiner Praxis erlebt. Das ist aber nicht die Regel. Also in der Regel ist es schon, dass man, dass der Besitzer da erstmal gefragt ist, sich zu engagieren, die richtigen Kräuter vielleicht in Verbindung mit einem, also optimalerweise in Verbindung mit einem Tierheilpraktiker oder Ernährungsberater vor Ort rauszusuchen. Es kommt auf die Haltungsumstände an. Das Pferd sollte so wenig Stress wie möglich haben. Das ist ja eigentlich ein Grundding in meinen Augen. Und auch jedes Pferd hat eine ganz andere Konstitution. Also die einen Pferde, oder jeder hat, wie wir Menschen, auch eine ganz andere Regulationsfähigkeit. Damit meine ich, es gibt Menschen, die mit Stress besser klarkommen als andere. Und da sind wir jetzt wieder bei der natürlichen Resilienz. Und es ist letztlich die Summe aller Baustellen, also wenn jetzt wirklich das gesamte Konstrukt Pferd schon belastet ist und das ist halt oft, wenn es schon über, sage ich mal, 4-5 Jahre Sommerekzem hat oder hatte, dann kann es einfach schon eine Weile dauern, bis da alle Körpersysteme nach und nach wieder gestärkt sind, ohne den Körper zu überlasten. Denn man muss sich auch mal vorstellen, so eine richtige Ausleitungskur, also zum Beispiel eine Leberkur, die kann auch sehr, sehr anstrengend fürs Pferd sein. Und da finde ich, sollte das Pferd auch in einer gut im Schuss sein und auch muss der Körper berücksichtigen. Und ich finde es auch wichtig, nicht nur stofflich mit Kräutern zu arbeiten,
die finde ich sind super sinnvoll, um dem Körper auch wirklich den starken Impuls zu geben, zu gesunden. Aber ich finde, es hat sich bewährt, noch parallel auf der energetischen oder der seelischen Ebene nach dem Thema hinter der Krankheit zu suchen. Und da ist, da gibt es tolle Bücher dazu. Also ich bin da ein großer Freund von Rosina Sonnenschmidt. Die hat da sehr gute Bücher dazu geschrieben. Und wichtig, manchmal passieren Dinge im Zwiebelschalenprinzip. Wenn eine Krankheit geheilt wird, dann kommt oftmals die Krankheit unter der Krankheit zutage. So ist es zum Beispiel ein typischer Verlauf, dass ein Pferd erst Sommerekzem hatte. Das Sommerekzem wird jedes Jahr sukzessive besser. Also das habe ich bisher bei jeder Krankheit, also bei so ziemlich jedem Sommerekzemverlauf, mit dem ich gearbeitet habe, miterlebt, dass es dauert, bis es komplett weg ist. So weit würde ich auch in den seltensten Fällen gehen, aber es wird von Jahr zu Jahr ein wenig besser. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man sonst im Februar, März schon eindecken musste, dann wird es auf einmal April, wo man erst eindecken muss. Oder das Pferd ist einfach insgesamt entspannter in der Sommerekzemphase. Denn wir müssen auch denken, wenn ein Körper über so einen langen Zeitraum Sommerekzem hatte, dann ist da letztlich auch ein gewisser Gewohnheitseffekt. Also dass der Körper wartet letztlich schon im Folgejahr darauf, dass das Sommerekzem losgeht. Das ist paradox, aber das weiß man aus der Suchtforschung letztlich, dass der Körper ja auch süchtig nach bestimmten Gewohnheiten wird, egal ob gesund oder ungesund. Das spielt da jetzt mal keine Rolle. Aber was ich nochmal zum Zwiebelschalenprinzip sagen wollte, es ist sehr häufig so, dass nach einem Sommerekzem oder während einem Sommerekzem auch mal ein Husten aufkommt. Oder, das ist mit das Häufigste tatsächlich. Also wenn Sommerekzem, dann Husten, oftmals begleitet mit einem Intervalldurchfall. Und so versucht der Körper quasi, sich selbst zu reinigen und sich selbst zu unterstützen. Und da ist dann eben wirklich der Besitzer gefragt oder die begleitenden Menschen, um das ein bisschen zu tracken und ein bisschen zu mit aufzunehmen und auch entsprechend einzusortieren, dass das manchmal alles doch zusammengehört. Was haben wir noch? Genau, das ist das Kraut, von dem ich vorhin erzählt hatte. Guckt doch mal, falls ihr das Mädesüß kennt. Und zwar, das ist jetzt eine wunderschöne, zarte Pflanze, die wächst jetzt gerne in Straßengräben, Böschungen oder feuchten Wiesen. Die dürfte jetzt ungefähr, mir geht sie ungefähr bis ans Knie, würde ich sagen. Also wir sind da jetzt bei 50 Zentimeter, sage ich jetzt mal so aus dem Boden heraus. Und die ist sehr gut bei jeglicher Form von Schmerzen. Sie enthält natürliche Salicylsäure, die wir vom Aspirin letztlich kennen. Also ähnlich der Weidenrinde, ist aber viel magenverträglicher als die Rinden. Also das Mädesüß mag ich unglaublich gerne. Solltet ihr das auf eurer Wiese haben, dann wäre das ganz klasse. Versucht es, wenn es in diesem Zustand ist, also wenn diese kleinen zarten Blüten aufgehen und dann bodennah abzuernten, abzusensen und dann aufgehängt zu trocknen oder auch gerne frisch füttern. Und das mögen die Pferde sehr, sehr gerne. Und damit könnt ihr euch euer eigenes Schmerzmittel von der Wiese pflücken. Was haben wir noch? Genau, so schaut es jetzt ungefähr aus. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Achtet mal darauf. Das finden die Pferde sehr, sehr, sehr gut. Genau, Faustregeln jetzt quasi zusammenfassend, ohne jetzt zu sehr Heilversprechen abgeben zu wollen und zu dürfen. Also ist es ja klar, dass es Kräuter gibt, also Kräuter sind hochwirksam. Kräuter sind unglaublich gut erforscht und sie haben auch hochwirksame Inhaltsstoffe. Man darf sie aber nicht überschätzen. Es gibt natürlich Fälle, in denen ist ein Tierarzt immer
wichtig und richtig. Deswegen sollte man einfach die Möglichkeiten der Phytotherapie nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Ich habe jetzt einfach nochmal dazu geschrieben, das Pferd braucht keine Abwechslung. Damit meine ich gerade dann, es gibt ja durchaus Pferdebesitzer, die einfach ständig Kräuter geben. Ohne jetzt ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und ich finde es ja ganz gut, wenn man prophylaktisch sein Pferd unterstützen möchte. Es ist dann aber meistens aus dem Gedanken heraus, man möchte seinem Pferd einfach eine Abwechslung bieten. Und das ist in meinen Augen einfach nicht nötig. Und ich finde, es macht Sinn, das Pferd immer auf einem, auch mal zu sagen, Pferd, hilf dir mal selber. Also sprich, lebe einfach nur mal und wenn du Hilfe brauchst, dann habe ich potente Mittel, die unterstützend wirken. Natürlich, prophylaktisch therapieren finde ich super, zwischendurch eine Leberkur, Nierenkur, je nachdem, was der Körper eben braucht und möchte. Aber immer dann mit Maß und Ziel, weil ich bestimmte Hinweise habe oder weil ich einfach das Pferd grundsätzlich unterstützen möchte. Aber nicht 365 Tage im Jahr verschiedene Kräuter. Das finde ich einfach, ist aus Therapeutensicht nicht nötig und auch nicht unbedingt sinnvoll. Ja, ganz grundsätzlich bei tragenden, laktierenden Stuten, Senioren, bei Pferden mit Verdauungsbeschwerden oder sehr stoffwechselsensiblen Pferden, da immer mit den Kräutern trotz allem aufpassen. Also die ich jetzt am Anfang genannt habe, die kann man in der Regel jedem Pferd geben, außer tragenden und laktierenden Stuten. Die sind wirklich ein No-Go und insofern eigentlich quasi leider kaum behandelbar mit stofflichen Präparaten, außer zum Beispiel Spurenelemente, Vitalstoffe, solche Sachen, die kann man durchaus zufügen, aber Kräuter eben leider nicht. Nebenwirkungen sind selten, aber grundsätzlich möglich. Also jeder Stoffwechsel ist irgendwo einzigartig und es kann durchaus vorkommen, ist mir aber real und auch in der Literatur noch nicht so untergekommen. Genau, ja, immer mal überlegen, wenn man jetzt Präparate füttert, was diese Wirkstoffe alles vielleicht noch anregen können. Also zum Beispiel Wechselwirkungen einkalkulieren. Damit meine ich zum Beispiel, das betrifft jetzt zum Beispiel hauptsächlich die Pferde, die Schleimdrogen bekommen. Damit meine ich Eibisch, Leinsamen etc. Also alles Kräuter, die schleimend wirken, die zum Beispiel bei einem Magengeschwür oder bei Atemwegserkrankungen gegeben werden können. Die deckeln zum Beispiel den Vagusnerv im Darm. Muss man einfach ein bisschen mit einkalkulieren und da sollte man einfach gucken. Also befasst euch mit den Kräutern, schaut euch die genau an. Schaut gerne auf der Kraftpferd-Seite, da habe ich versucht, so viel wie möglich dazu zu schreiben. Man muss immer ein bisschen aufpassen, weil das Heilmittelwerbegesetz nicht alles erlaubt, was ich gerne schreiben würde. Aber es gibt wahnsinnig tolle Bücher, die habe ich, glaube ich, am Ende nochmal empfohlen, die man sich anschauen kann. Und wie gesagt, ich bin großer Freund von hervorragender Qualität, um auch wirklich einen Effekt im Körper zu erzielen. Es gibt, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich da schreiben wollte, da ist mein Dings. Ja, bis auf wenige Ausnahmen die Tagesdosis ein- und ausschleichen. Also grundsätzlich kann man mit der vollen Tagesdosis, so wie es angegeben ist, in die Therapie einsteigen. Das spricht gar nichts dagegen, außer man hat ein sehr mäkeliges Pferd. Dann macht es Sinn, um sich nicht völlig, gerade beim Baldrian zum Beispiel, nicht vollends mit dem Pferd zu verscherzen, dass man dann erstmal mit einer kleinen Prise des einzelnen Krautes beginnt und dann letztlich das erhöht. Aber aus therapeutischer Sicht kann man in der Regel mit der vollen Tagesdosis einsteigen und muss gar nichts groß einschleichen. Ausschleichen dann schon eher. Also ich mache das dann mal so, dass ich dann auch vielleicht mal den Tag dann am Ende pausiere und den Körper da quasi darauf vorbereitet, dass er jetzt mal alleine zurechtkommen kann und dass ich dann immer noch sicherheitshalber an mir ein bisschen was von den Kräutern aufhebe, um gegebenenfalls gleich wieder mit der vollen Dosis einzusteigen und dann gegebenenfalls eine zweite Packung nachzuschieben. Wenn wirklich das Gefühl da ist, das Pferd kommt gerade ohne diese Kräuter zum Beispiel nicht zurecht.
Genau, also aktuell habe ich jetzt auch im Juni alles, was rund alle Kräuter rund ums Nervensystem mit 10% Rabatt im Shop, weil ich es gerade jetzt wichtig finde, gleich gezielt einzusteigen. Und ich habe so eine Folie, die ich immer mal bei meinen Seminaren, egal ob live oder per Zoom oder ja, am allerliebsten natürlich live von Angesicht zu Angesicht bei uns auf dem Hof zeige. Jedenfalls, mir ist es wichtig, dass man versteht, dass Symptome nicht isoliert betrachtet werden sollen und dass alles irgendwo schon einen logischen Ablauf hat. Also wenn man dann guckt, wo ist aber letztlich das Rädchen, das ins Stocken gekommen ist, also wo ist Sand im Getriebe und dann wirklich an diesem Rädchen ansetzt, dann kommt man eigentlich relativ weit und kann seinem Pferd ganz gut helfen.